Nach den Erfahrungen der letzten Monate müssen wir einsehen, dass unser Staat für eine solche Krise nicht überall ausreichend gerüstet war. Wir haben Krankenhäuser, Gesundheitsämter, andere Einrichtungen kosteneffizient ausgestattet, aber nicht mit einem Bewusstsein für die Gefahren einer kollektiven Krise vom Ausmaß der Corona-Pandemie. Zum Verdruss über große und kleine Versäumnisse tritt nun ganz aktuell die Empörung über jedenfalls zwei Abgeordnete, die sich in der Krise, an der Krise persönlich bereichert haben. Und ich teile diese Empörung. Man muss sich das vorstellen, meine Damen und Herren. Da nehmen Millionen von Menschen Einschränkungen hin, verlieren Einkommen, verzichten auf Besuch bei Eltern oder Enkeln, auf Treffen selbst im engsten Freundeskreis, ängstigen sich monatelang um die Gesundheit, das Leben ihrer Liebsten und müssen dann hören, dass ausgerechnet Abgeordnete die Hand aufhielten. Aufhielten, bevor der bescheidene medizinische Schutz in Gestalt von Gesichtsmasken die Menschen überhaupt erreichte. Das ist schäbig und das ist schändlich.